fairies. Ich schreibe noch einmal auf, was wir jetzt schon so gesehen haben. Also nehmen wir mal diese Methode, Sie erinnern sich, GGT von x, y. Da ist immer klar, mit wie viel Daten wir zu tun haben. Ja, wir haben zwei Eingabedaten und haben ein Ausgabedatum. Zwei Zahlen und eine Zahl ist das Ergebnis. Gehen wir jetzt mal so ein Stück weiter, wenn Sie an diese Schleifen mal zurückdenken, da hatten wir ja Zahlen aufsummiert in einer Übungsaufgabe. Und da kam so eine Zeile vor, Summe ist gleich Summe plus i oder irgendwie sowas in der Art. Ja? Da fassen wir ja jeden Wert, den wir auf dem Weg finden, einmal an. Das ist das i, das wird immer verändert. Und wir haben praktisch alle Werte, mit denen wir zu tun haben, einmal in der Hand. Aber wir haben sie nie alle gleichzeitig, sondern immer nacheinander. Ja, das i verändert sich, wird hochgezählt oder runtergezählt oder in Fünfer-Schritten gezählt oder sonst irgendwie was. Aber wir sehen die nie alle gleichzeitig. Und wenn wir jetzt eben an diese Geschichte denken, dass wir das Alter von vielen Personen erfassen wollen, sind wir eben mit diesem Gedanken, dass wir mehrere Variablen verwenden wollen, eben nicht gut bedient, eben weil wir den Namen der Variablen für den jeweiligen Schleifendurchlauf nicht berechnen können. So, und dafür gibt es eben Arrays, und ein Array ist eine Zusammenfassung von Daten desselben Typs unter einem gemeinsamen Namen. Mit der Möglichkeit, jedes Datum einzeln anzusprechen. Also ansprechen bedeutet, wir können es einzeln schreiben oder einzeln lesen. Ja, das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht noch, es gab früher mal die Möglichkeit, Fotos, oder eigentlich gab es nur die Möglichkeit, Fotos in der Drogerie abzugeben, so eine Filmrolle, und dann kriegte man so Papiere zurück, so Kärtchen. Da waren die Bilder drauf gedruckt. Und in einem Umschlag. Und auf den Umschlag hat man dann drauf geschrieben, Mallorca 1998 oder sowas. Und sowas ist ein Array. Ja? Wir haben viele Bilder in diesem Umschlag drin. Vorn drauf steht der Name, Mallorca 98. Und dann sind die durchnummeriert von 0 bis 35, wenn sie einen 36er Film hatten. Sagt Ihnen jetzt alles nichts, Sie haben 5000er Filme in Ihren Smartphones. Aber fragen Sie mal Ihre Eltern, die können Ihnen das noch erzählen. Okay, also. Normale, oder was heißt normaler, jetzt einfache Variable vom Typ int würden jetzt zum Beispiel so aussehen. Wir hätten hier eine Variable j. Und was passiert dann jetzt im Speicher? Ich male mal hier rechts den Speicher daneben. Da haben wir jetzt diese Schachtel, die heißt J, und da steht drauf, da ist eine ganze Zahl drin. Ja? Also in dem Moment, wo ich jetzt hinschreibe int J, wird diese Schachtel reserviert. Und wenn ich jetzt sage, J ist gleich 42, dann wird die 42 in diese Schachtel im Speicher reingeschrieben. Das kennen Sie jetzt soweit, ja? Wenn ich jetzt ein Array haben möchte, wo ich, sagen wir mal, 5 Daten drin ablegen können will, dann schreibe ich das so auf. Jetzt erstmal ein Array von ganzen Zahlen, also von Integerzahlen. Dann schreibe ich int
eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Das ist die Kennzeichnung dafür, dass wir ein Array jetzt initialisieren wollen. Ah. So. Hiermit melde ich jetzt an, dass ich demnächst ein Array verwenden möchte, in dem ich Ganzzahlen ablegen kann. Was passiert jetzt im Speicher? Im Speicher wird so eine Kiste angelegt. Die heißt A. Und da steht jetzt erstmal nichts drin. Und außen drauf steht aber, das ist ein Verweis auf ein Integer Array. So, und wenn ich jetzt tatsächlich dieses Array erzeugen möchte, wir wissen jetzt auch noch gar nicht, wie groß unser Array ist, also wie viele Daten wir da reinlegen können wollen. Ja? Also, um bei unserem Filmbeispiel zu bleiben, ob 24 oder 36 Bilder zum Beispiel. Das müssen wir jetzt sagen. Das geht mit dem New-Operator, den kennen Sie schon von, vom Anlegen des Scanners. Dann sage ich A ist gleich New Integer Array der Größe 5. So, was passiert jetzt? Jetzt legt die Laufzeitumgebung im Speicher so einen Speicherbereich an, der wird hier reserviert. Und durch diese Zuweisung an A passiert jetzt hier drin, dass hier so ein Verweis abgespeichert wird, der auf diese Speicherbereiche oder auf diesen Speicherbereich verweist. Ja? Also in dem A da oben, in dieser kleinen Schachtel da oben, da stehen jetzt nicht die eigentlichen Nutzdaten drin, sondern da steht nur eine Adresse drin. Wenn wir in unserem Filmbeispiel bleiben würden, wäre das so eine Art Bibliothekskatalog. Ja, wenn Sie eine relativ große Fotosammlung haben, hätten Sie so ein Büchlein vielleicht oder eine App, in der man das speichert. Und da würde jetzt drin stehen Regal A, Fachboden Nummer 3. Da drin liegen die Mallorca-Bilder von 1998. Ja? So würde das, ist jetzt der Zusammenhang, der hier entsteht. Also zuerst wird diese Schachtel angelegt mit dem Namen, aber es gibt noch keinen Speicherbereich. Jetzt haben wir den Speicher reserviert. Der gehört uns jetzt, nachdem wir gesagt haben, new int 5. Und jetzt können wir anfangen, in diesen Speicherbereich reinzuschreiben. Und das funktioniert so, indem wir sagen, schreibe in das Array A an die Stelle, die wir in eckigen Klammern dahinter angeben. Das heißt, die einzelnen Zellen in diesem Array, die sind der Reihe nach durchnummeriert. Beginnend bei 0. Also in unserem Beispiel jetzt von 0 bis 4. Schreibe dort eine 42 rein. Was passiert jetzt? Na, jetzt entsteht hier eine 42. Die steht dann jetzt hier in der ersten Zelle drin. Ja, das ist das, was da jetzt passiert. Wir schreiben also mit einer Nummer in den Speicher rein unter einem bestimmten Namen. Wenn wir jetzt diesen ganzen Inhalt ausgeben wollten, also alles, was in diesem Speicherbereich jetzt drin liegt, von dem Array A, dann kann man das mit einer Vorschleife machen. Die läuft von 0 üblicherweise. Bis wohin? Wir haben 5 Elemente, das erste heißt 0. Ja? Bis 4, genau. Das schreibt man üblicherweise so, dass man sagt, kleiner 5. Das hängt jetzt damit zusammen, dass 5 die Größe des Arrays ist und wir gleich noch sehen, wie man das noch cleverer machen kann. Deswegen sagt man, man läuft bis zum letzten vor der Größe. Da muss man sich nicht zwei Zahlen merken, sondern nur eine, nämlich die Größe des Arrays. Und dann zählen wir hoch. Ja, und dann können wir hier sagen, system.out .println. Ja, und jetzt lesen wir es aus. So wie wir es geschrieben haben, können wir es auch auslesen und sagen jetzt, wir greifen jetzt in das Array A an der Stelle I rein und geben es aus. Ja, also das wäre jetzt hier die Stelle 0
die Stelle 1, die Stelle 2, die Stelle 3, die Stelle 4. Wenn wir 5 solche Schachteln hintereinander im Speicher liegen haben. Und dementsprechend würde jetzt das, was dort drin steht, ausgegeben werden. Ja, also das ist die Syntax für den Zugriff auf ein Array. Mit eckigen Klammern geben wir die Nummer des Elements an, was wir haben wollen. Üblicherweise weiß man nicht genau, was jetzt beispielsweise in A an der Stelle 33 steht oder in A an der Stelle 46 steht. Also man hat da jetzt keine semantische Vorstellung üblicherweise davon, sondern ein Array wird in der Regel so verwendet, dass alle Daten, die in dem Array drin liegen, auch fachlich dasselbe darstellen, wie zum Beispiel eine Temperaturreihe von einer Wetterstation oder wie Fußballergebnisse von einem Bundesliga-Wochenende oder irgendwelche Zahlen, die man von der Tastatur eingelesen hat. Oder. Matrikelnummern von Teilnehmern an der Prüfung, solche Dinge. Ja? Also das sind in der Regel fachlich identische Daten, die man unter einem gemeinsamen Namen erfasst. Das muss nicht so sein. Man kann ein Array auch so benutzen, dass man sagt, im Feld 1 liegt das Gewicht drin, in Feld 2 das Alter, in Feld 3 das Bankguthaben. Das ist aber nicht besonders clever. Ja, also man macht das üblicherweise so, dass man Daten derselben Art in einem Array hat. Also nicht nur desselben Typs, sondern auch derselben fachlichen Art. Häufig ist es so, dass wir nicht wissen, wie groß so ein Array ist, mit dem wir zu tun haben. Ja? Also wir schreiben eine Methode, da kommt irgendwie ein Array rein und wir sollen beispielsweise den Durchschnitt aller Werte, die in diesem Array drin sind, berechnen. Dann wissen wir erstmal nicht, wie groß das ist. Und da gibt es aber ein Datenfeld, was jedes Array hat. Man kann das Array selber fragen mit dem Befehl .length. Also, wenn ich jetzt schreibe a.length, dann ist das ein Integerwert, der jetzt aktuell den Wert 5 hat. Und das ist jetzt auch der übliche Weg, wie wir das machen. Also wir würden in diese Schleife da oben statt der 5 das a.length reinschreiben. Und jetzt sehen Sie auch, warum es sinnvoll ist, dass wir dort schreiben i kleiner a.length, weil die Länge immer um 1 größer ist als der Index der letzten Zelle. Warum ist das so? Weil es bei 0 losgeht. Ja, also wir nummerieren von 0 bis 4 und haben aber dann 5 Elemente. Ja, das ist so ein bisschen kontraintuitiv im Vergleich zur normalen Zählweise von Dingen, aber 0 ist halt eine reguläre Zahl und deswegen fängt man in der Informatik immer bei 0 an zu zählen. Außer bei Visual Basic for Applications, dort kann man die Zählbasis auf 1 umstellen mit einem speziellen Befehl. Deswegen ist es auch keine richtige Programmiersprache. So. Man kann jetzt natürlich nicht nur ein Array haben, was einfach so eine Folge von Elementen im Speicher ist, sondern wir können natürlich auch 2, 3, 4 n-dimensionale Arrays haben. Also wir können auch in mehreren Dimensionen arbeiten. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt sowas. Das nennen wir mal m. Das ist jetzt ein sogenanntes zweidimensionales Array. Das hat also Zeilen und Spalten. Was würden Sie vermuten, was das für eine Metapher ist aus der Mathematik? Also wenn man eindimensionales Array mit einem Vektor vergleichen kann, dann wäre ein zweidimensionales Koordinatensystem, ja, aber das ist ja stetig, da haben wir keine festen Werte. Wenn man jetzt diskrete Werte hätte, ja, aber vielleicht noch was anderes, ja? Eine Matrix, genau. Ja, also wir zählen einfach von 0 bis n die Zeilen und von 0 bis n, von 0 bis m oder j oder k oder so die Spalten.
Und da kann man im Prinzip jetzt ganz genauso durchgehen. Sie erinnern sich an die Übungsaufgabe mit den Sternen. Was haben wir denn da benutzt, um diese Sterne auszugeben? Also was für eine Struktur, das war eine besondere Struktur. Ich hatte in jeder Übung darauf hingewiesen. Verschachtelte Schleifen, genau. Und so macht man es auch, wenn man durch eine Matrix durchläuft. Dann sagen wir hier, for int i ist gleich 0. I kleiner m.length. Jetzt sehen Sie das einmal, wie man das verwendet. Und sagen dann i++. So. Und jetzt nehmen wir mal an, in unserer Matrix würden lauter einstellige Zahlen drinstehen und wir wollen die schön getrennt ausgeben. Das heißt, diese Schleife, die läuft jetzt durch alle Zeilen durch. Vielleicht schreibe ich einmal noch auf, wie das hier im Speicher aussieht. Also da würde jetzt so ein M angelegt worden sein. Und da wäre eben auch dieser Speicherbereich reserviert worden. Dass diese zwei Striche da bedeuten einfach, dass da viel noch dazwischen sein kann. Und da wäre jetzt auch so ein Verweis auf den Anfang dieses Arrays. Und hier drin würden jetzt wieder weitere Arrays liegen. Ja? Also ein zweidimensionales Array ist eigentlich ein Array von eindimensionalen Arrays. Ja? Also das ist nicht wirklich eine echte Matrix, sondern wir legen zum Beispiel 5 eindimensionale Arrays an. Die könnten zum Beispiel alle die Länge 20 haben und würden die dann zusammenfassen zu einer Matrix der Länge 5. Das heißt, wir hätten dann 100 Elemente da drin, und zwar in 5 einzelnen Arrays verwaltet. Ja? So, das hier mache ich nochmal weg, jetzt nämlich vergessen haben, das Ding zu initialisieren. So, also M wäre jetzt ein neues Integer Array, sagen wir mal mit 3 Zeilen und 4 Spalten. Ja, was jetzt hier im Hintergrund passiert, ist tatsächlich, dass 3 einzelne Integer Arrays der Länge 4 angelegt werden und die werden zusammengefasst wieder zu einem Array der Länge 3. Ja? In der Vorstellung kann man natürlich das Bild so einer Matrix haben. Das ist vollkommen sinnvoll. So, und jetzt machen wir nochmal die Schleife. For int i ist gleich 0. I kleiner m.length. I++. So, und dann hatten wir ja gesagt, wir nehmen verschachtelte Schleifen. Also kommt eine zweite Schleife da innen rein. For int j ist gleich Gesundheit 0. J ist kleiner als. Wie kriege ich jetzt raus, wie viele Elemente in so einer Zeile drin sind? Also i läuft über die Zeilen. Und jetzt will ich wissen, wie viele Elemente sind denn in der ersten Zeile drin? Ja, wir haben jetzt 3 Zeilen und 4 Spalten. Wenn wir aber eine Methode schreiben, die als Parameter einfach eine Matrix übergeben kriegt, also ein zweidimensionales Array, dann wissen wir das ja nicht. Wie kommen wir da jetzt ran? Vorschlag? Na, wir können die aktuelle Zeile fragen, wie lang sie ist. Ja, wir erinnern uns, das war ein Array von Arrays. Das heißt, m an der Stelle i ist ein Array und das kann ich nach seiner Länge fragen. Das würde ich mir an Ihrer Stelle sehr gut merken. So. Und dann machen wir einfach die Ausgabe. System out print. So. Und jetzt wollen wir das Element
an dem wir aktuell sind, ausgeben. Wie kommen wir da jetzt ran? Was liegt da jetzt nahe? Wir laufen jetzt gerade durch die Zeilen und durch die Spalten, sind jetzt beim ersten Element angekommen. Wie greifen wir jetzt drauf zu? Na, das ist jetzt das Element an der Stelle I, J. So schreibt man das jetzt auf. Also gib mir das Element, was in Zeile I in der Spalte J steht. Und dadurch, dass wir jetzt J immer hochzählen, laufen wir durch die Zeile durch und wenn wir am Ende der Zeile angekommen sind, merkt das ja die Vorschleife und dann springen wir eine Zeile weiter und laufen wieder durch die Zeile durch. Spaltenweise. So, dann wollen wir noch ein Leerzeichen dahinter haben. Und dann machen wir die Vorschleife zu. Und dann müssen wir noch was machen, nachdem wir eine Zeile ausgegeben haben immer. Muss immer noch ein Zeilenumbruch passieren, ja? So, aus dem Fakt, dass wir in der inneren Vorschleife das Array immer nach seiner Länge fragen, also die Zeile immer nach seiner Länge fragen, aus dem Fakt können Sie entnehmen, dass es in Java prinzipiell möglich ist, zweidimensionale Arrays zu haben, in denen jede Zeile unterschiedlich viele Spalten hat. Das ist möglich, das zu machen. Ich kenne nicht viele sinnvolle Anwendungsfälle dafür. Ja, ich will es aber trotzdem der Vollständigkeit halber einmal aufschreiben. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Array, was zweidimensional ist. So, und jetzt können wir, es gibt noch eine zweite Variante, wie man ein Array erzeugen kann. Ich zeige sie dann gleich nochmal für die eindimensionale Form auch nochmal. Wir können auch direkt die Werte in geschweifte Klammern dahinter schreiben. Ja, wir könnten jetzt hier sowas schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal ein paar Werte hin. So, was heißt das jetzt? Wer hat eine Vorstellung davon, was ich jetzt hier gemacht habe? Ja? Ja, ja. Genau. Also wir haben jetzt sowas angelegt. Ja, das ist sowas wie eine untere Dreiecksmatrix. Das heißt, in der ersten Zeile, die erste Zeile hat tatsächlich auch nur eine Spalte und es ist auch nur so viel Speicher belegt. Die zweite Zeile hat zwei Spalten und es ist auch nur so viel Speicher belegt. Und die dritte Zeile hat drei Spalten und es ist auch nur entsprechend Speicher belegt. Wenn wir uns ein eindimensionales Array vorstellen, dann können wir so eine Zuweisung ganz genauso machen. Das wäre jetzt ein Array mit 5 Elementen und würde die Werte 2, 4, 3, 9, 7 enthalten. Hier habe ich jetzt keine geschachtelten, geschweiften Klammern, weil ich natürlich nur eine Dimension habe. Ja, oben habe ich die Kommata, die zwischen diesen Klammern immer liegen. Die teilen die Zeilen voneinander und in den Klammern werden die Spalten getrennt. Und hier haben wir natürlich nur eine Zeile und legen dann die Werte fest. Was nicht geht, wichtig, das erlaubt der Compiler nicht,
Das ist nicht zulässig. Ja? Wenn wir eine Zuweisung in geschweiften Klammern machen, muss sie zusammen mit der Deklaration stehen. Also es geht nur eine Kombination aus Deklaration und Zuweisung, wenn Sie die geschweiften Klammern verwenden wollen. Später irgendwo im Quellcode so eine Zuweisung mit geschweiften Klammern zu machen, geht nicht. Ist nicht möglich. So, jetzt wollen wir uns mal mit dem Wissen, was wir jetzt über Arrays haben, so ein paar Beispiele anschauen und wollen einmal das Minimum suchen in einem Array. Also wir haben ein Array, nehmen wir an, wir hätten eine Methode, die in einer Schleife Integers einliest und als Array zurückliefert. Die heißt einfach ReadIntegers. Da können Sie sich jetzt vorstellen, leicht, wie man sowas programmiert. Ja, einfach in der Schleife immer wieder über den Scanner Werte abfragen und wenn das beendet ist, zum Beispiel wenn eine bestimmte Zahl eingegeben wird, bricht das ab und das Array wird zurückgeliefert. Also wir nehmen an, wir hätten jetzt ein Integer Array A, in dem eine Anzahl von Elementen oder von Ganzzahlen drin ist und wir wollen da drin das Minimum suchen. Wie macht man denn das vom Konzept her? Wie geht man da grundsätzlich vor? Ein Vorschlag. Ja? Man vergleicht den ersten Wert des Arrays mit jedem anderen Wert. Ja. Schaut, wenn er der kleinste ist, setzt man den auf den Merker oder sowas. Ja. Und dann geht man einfach einen weiter. Ja. Genau, es geht noch ein bisschen schneller, wenn man diesen Merker nutzt, den Sie angesprochen haben, aber das ist so grundsätzlich das Prinzip. Wir laufen in einer Schleife durch das Array durch und haben uns vorher aber gemerkt, was das Minimum ist. Das Minimum, das ist jetzt ein Muster, das ist ganz wichtig. Wenn wir in einem Array etwas suchen, was auch immer das ist, dann initialisieren wir diesen Wert, in dem wir suchen, immer mit dem ersten Element des Arrays. Weil wir nicht wissen können, was in dem Array drinsteckt. Also wir können das nicht einfach mit 0 initialisieren, es könnten ja nur negative Zahlen drin sein. Und dann hätten wir ein falsches Minimum. Ja, deswegen sagen wir immer das Element, was ganz vorn steht. Und dann laufen wir eben durch die Schleife durch. Nehmen wir mal an, wir wollen nicht wissen, welches das kleinste Element ist, sondern wir wollen wissen, an welcher Stelle es steht. Dann müssen wir uns auch noch den Index merken. Und wie wird der Index initialisiert? Genau, der muss nämlich zum Minimum passen. Ja? Der Index soll ja widerspiegeln, an welcher Stelle das Minimum steht. Und aktuell gehen wir davon aus, dass das Minimum an der Stelle 0 ist, so haben wir es ja initialisiert. So, und jetzt gehen wir in einer Schleife durch dieses Array durch. Und das ist jetzt auch wieder ein Muster. Das ist immer dasselbe. Ja? Das geht immer genau so. I kleiner a.length. Es gibt natürlich Ausnahmen davon, aber erstmal ist der grundsätzliche Standard, durch ein Array durchzulaufen, von 0 bis kleiner a.length. Oder kleiner array.length. So, und dann machen wir hier i++. Einige von Ihnen kennen vielleicht die For-Each-Schleife, die will ich jetzt hier nicht verwenden. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man durch ein Array durchlaufen kann. Das können Sie sich bei Bedarf selbst anlesen. Hat den Nachteil, dass man da nur lesen kann und nicht schreiben im Array. So. Und jetzt müssen wir im Prinzip für jedes Element gucken, ob es kleiner ist als das aktuelle Minimum. Und wenn es kleiner ist, dann aktualisieren wir unser Minimum und den Index. Also, wenn das aktuelle Element, das ist das A an der Stelle I, wenn das kleiner ist als unser Minimum, dann sagen wir, dass das Minimum
A an der Stelle i ist. Ja, wir haben jetzt festgestellt, es ist nicht mehr die 42, sondern die 17. Dann setzen wir unser Minimum jetzt auf die 17. Und müssen uns dann natürlich merken, an welcher Stelle das gewesen ist. Das tun wir im Index. Und da steht dann, Index ist gleich i. So, und wenn, ansonsten machen wir nichts. Fertig. Ja, das war's. Jetzt wollen wir ein x suchen. Anderes Beispiel. Wir haben wieder ein Array und wir haben einen Index. Ich will das jetzt mal mit einer While-Schleife machen. Wir wollen wieder beim ersten Element anfangen und wollen sagen, solange wir das x nicht gefunden haben und das Array nicht zu Ende ist, wollen wir weitermachen. Also while i kleiner a.length, Sie erinnern sich ja dran, wir konnten eine Vorschleife immer direkt in eine While-Schleife übersetzen und umgekehrt. Bei der While-Schleife musste dann nur jeweils der Index von Hand mitgeführt werden. Immer. So. Also solange das i kleiner ist als die Länge, also solange wir noch nicht am Ende angekommen sind und wir das x nicht gefunden haben, na, das geht so, a an der Stelle i ist ungleich x. Was wollen wir denn dann machen? Das ist ganz einfach. Wir machen eine ganz einfache Operation dann. Wir sind noch nicht am Ende und wir haben es noch nicht gefunden. Ja? Nee, wir haben es ja noch nicht. Hier, das steht ja schon oben in der Bedingung drin. Wir wissen ja schon, das steht ja schon da oben. A an der Stelle i ist nicht gleich x. Das wissen wir schon. Was wollen wir denn dann nur machen? Was ganz Einfaches, ja? Genau, einfach nur i erhöhen. Dann gucken wir uns das nächste Element an. Ja, mehr machen wir da nicht. Und irgendwann verlassen wir die Schleife. Und was ist jetzt das Problem, wenn wir aus der Schleife rauskommen? Was ist jetzt das Problem? Was wissen wir jetzt nicht? Ja? Ja, sagen Sie mal. Wir kennen x einfach noch gar nicht. Doch, na doch, x kommt ja irgendwo her. Also, ja, es wird nicht zurückgegeben, aber wir wissen jetzt nicht, warum wir die Schleife verlassen haben. Ist i am Ende angekommen oder haben wir x gefunden? Ja, wir sind jetzt hinter der Schleife und wissen aber nicht warum. Und wie können wir das feststellen? Ja? Genau. Und wenn es die Länge des Arrays ist, was ist dann passiert? Dann sind wir hinten drüber gelaufen, ja? Wenn also i gleich der Länge ist, dann sind wir eins weitergekommen. Dann wurde in der Schleife noch einmal hochgezählt beim letzten Element. Wir sind eins zu weit und dann wurde die Schleife verlassen. So können wir es feststellen. Also if i ungleich a.length, also wenn wir nicht bis zum Ende gelaufen sind oder beziehungsweise bis 1 hinters Ende, ja, dann können wir ausgeben system out print gefunden. Und ansonsten geben wir aus System out print nicht gefunden. So. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir können eine While-Schleife immer eins zu eins in eine For-Schleife übersetzen. Das geht auch hier. Und das sieht dann so aus. Wir können nämlich auch sagen, for int i gleich 0 i kleiner a.length, Achtung, jetzt kommt's, und a an der Stelle i ungleich x i plus plus. Ja, also die Bedingung, die in der Vorschleife abgefragt wird, die kann auch durchaus komplexer sein. Ich rate davon ab, das zu tun,
weil es das Programm schlecht lesbar macht, aber prinzipiell geht's. Was wird denn dann in dieser Schleife hier noch gemacht? In dieser Vorschleife, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Ja, also statt dieser While-Schleife kann ich jetzt diesen Vorschleifenteil schreiben, statt dessen, was ich jetzt hier markiert habe. Da ist die Markierung. Was passiert jetzt noch in der Schleife? Die Bedingung ist da, I wird hochgezählt, steht alles da? Nichts, oder? Und das gibt's auch. Dann schreibe ich hier dahinter ein Semikolon und dann war es das. Ja? Also das ist jetzt die Schleife, die genau dasselbe tut wie diese vier Zeilen von der While-Schleife. Ich fände jetzt die While-Schleife leichter zu verstehen. Aber im Prinzip kann man sowas eben auch mit einer Vorschleife in dieser Form machen. So, jetzt wollen wir einmal zu einer etwas schwierigeren Aufgabe kommen. Und zwar wollen wir Primzahlen finden. Wenn man jetzt eine ganze Menge von Primzahlen finden will, hat sich ein Herr Eratosthenes, ungefähr 250 vor Christus geboren, Gedanken darüber gemacht, wie das geht, und hat das sogenannte Sieb des Eratosthenes erfunden. Ich nehme an, er hat es nicht Sieb des Eratosthenes genannt, aber wir nennen es jetzt so. Halt, das ist ja falsch. Eratosthenes. So, und da will ich Ihnen einmal die Idee erläutern. Wir schreiben eine ganze Reihe Zahlen hin. So, und die Idee ist jetzt, von vorn angefangen eine Primzahl zu finden und dann alle ihre Vielfachen rauszustreichen. Das ist die prinzipielle Idee, nach der das vorgeht. Und da schauen wir uns jetzt die erste Stelle an, oder diese erste Zahl an, und sehen, guck an, das ist eine Primzahl. Ja, das können wir leicht feststellen, aber wir wissen es einfach. Also das ist das Prinzip dieses Siebs, dass wir immer bei der 2 anfangen. So, wenn wir einmal die 2 gefunden haben, dann wissen wir, dass alle ihre Vielfachen keine Primzahlen sein können. Es geht nicht. Ja, also jede Zahl, die ein Vielfaches von einer Primzahl ist, kann selbst keine Primzahl sein. Das heißt, wir streichen jetzt die 4, die 6, die 8, die 10, die 12, die 14 und die 16 raus. Das nennt man den sogenannten Zwei-Finger-Algorithmus. Wir halten mit dem linken Zeigefinger die 2 fest und mit dem rechten Zeigefinger gehen wir durch die Zahlenreihe durch und streichen alle raus, die wir nicht gebrauchen können. Nachdem wir am Ende unserer Zahlenreihe angekommen sind, rücken wir mit dem linken Zeigefinger eins weiter auf die 3 und machen dasselbe wieder. Ja? Jetzt streichen wir also raus die 6, die ist schon weg, die 9, die 12 und die 15. Jetzt rücken wir wieder eins weiter auf die 4 und stellen fest, oh, die gibt es gar nicht mehr. Wenn eine Zahl selbst schon rausgestrichen ist, dann muss es vorher eine gegeben haben, die alle anderen Vielfachen von ihr auch rausgestrichen hat, ja, weil die Abstände ja immer größer werden. Das heißt, wir können über die 4 drüber springen, gehen zu 5. Mit der 5 streichen wir jetzt die 10 und die 15 raus. Und so weiter, 20, 25, etc. Dann kommen wir zu 7. Also 6 wird wieder übersprungen, weil wir festgestellt haben, die haben wir schon markiert. Dann kommen wir zu 7, streichen die 14, 21, 28 und so weiter. So, und so geht das so immer weiter. Und am Ende sehen wir, dass nur noch Primzahlen übrig geblieben sind. So, Thema heute ist Arrays. Wo sieht man jetzt hier ein Array?
Und was ist vor allem die relevante Information, die wir in dem Array speichern wollen? Ja? Ich hätte noch eine Zahl zu sagen, also das ist der Index, also 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Ja? Boolean und der Demos. Genau. Wir speichern nicht die Zahlen in dem Array, sondern wir speichern in dem Array ab, ob sie prim sind oder nicht. Weil wir die Information brauchen, um festzustellen, ob wir für bestimmte Zahlen weitermachen müssen oder nicht. Das heißt, hier steht ein True drin, hier steht ein True drin, hier steht irgendwann ein False, ein True, ein False, ein True und so weiter. Ja? Das ist die Idee dahinter. Die Zahlen selbst, die haben wir durch die Indizes des Arrays. Klar, wir vergeuden jetzt den Index 0 und den Index 1, weil wir die nicht betrachten. Wenn wir mit 1 anfangen würden, würden wir alle Zahlen löschen. Wäre irgendwie Quatsch. Aber das ist die Grundidee. Wir bauen also uns ein Boolean Array. Und in dem speichern wir ab, ist die Zahl prim oder ist sie nicht prim. So, also Boolean. Dann müssen wir noch eine Zahl einlesen, die uns sagt, bis wohin wollen wir denn alle Primzahlen ausgeben? Sagen wir mal bis 1000 oder 5000 oder 10.000 oder irgendwie sowas. Die lesen wir vom Scanner ein. Ja, das ist jetzt auch wieder nur ein Ausschnitt. Der ganze Syntaktikkram drumherum, der fehlt jetzt. So, und jetzt legen wir für unser Primzahlen-Array fest, dass es die Größe n hat. Ja? Also das n, was wir gerade eingelesen haben, so groß machen wir unser Array. So, und jetzt geht es los hier. Achso, nee, wir müssen eine Sache, was müssen wir denn jetzt noch machen? Hat jemand eine Idee? Wir müssen jetzt einmal noch unser Array vorbereiten. Ja? Wir müssen erstmal alle auf True setzen, genau. Prim an der Stelle i ist gleich true. Ja, wir wollen ja erstmal davon ausgehen, dass die Zahlen prim sind und wollen sie nur rausstreichen, wenn sie es nicht sind. Das ist die Idee, die dahinter steckt. So, und jetzt gehen wir in einer Schleife mit unserem Zwei-Zeigefinger-Algorithmus durch dieses Array durch. Also wir fangen an bei 2. Wundern Sie sich nicht, dass das i jetzt schon wieder auftaucht. Die Blöcke sind voneinander getrennt, die kommen also nacheinander, deswegen können wir auch das i wiederverwenden an der Stelle. So, i kleiner length, also i kleiner prim.length, oder wir können auch gleich n schreiben. Und i plus plus. So, dann hatten wir gesagt, wenn wir feststellen von einer Zahl, dass sie prim ist, dann müssen wir ihre ganzen Vielfachen löschen. Und da wir jetzt alle erstmal auf prim gesetzt haben, ist die 2 natürlich als prim markiert und es geht auch mit der 2 los. Das heißt, wir müssen einmal überprüfen, ist die Zahl prim? Wie machen wir das? Wie prüfe ich jetzt, ob die 2 prim ist? Die aktuelle Zahl prim ist? Ja? Genau. Und prim an der Stelle i. Und wir müssen jetzt aber nicht schreiben gleich true, sondern wir können hier einfach die Klammer zumachen, weil das ja schon ein Boolean-Wert ist. Und das, was in der Bedingung steht, muss zu Boolean auswerten. Man kann natürlich schreiben gleich true, das würde der Compiler aber sowieso wegoptimieren. Ja? Das ist ja selbst schon ein Boolean-Wert, auf genau den wir prüfen wollen. Der ist entweder true oder false. So, wenn das so ist, naja, dann können wir die zum Beispiel mal ausgeben. Ja, System out print. Unsere Zahlen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, das ist immer der Index, das ist das i.
Ja, es geht um die Is und dann geben wir noch ein Leerzeichen dahinter aus. Und fertig. So, und jetzt fangen wir mit dem rechten Zeigefinger an, die Vielfachen rauszustreichen. Das heißt, wo fangen wir an? Wo fängt jetzt der rechte Zeigefinger an zu arbeiten? Welchen Wert hat J? Am Anfang. Ja? Na, dann würde ich jetzt, wenn ich bei der 2 stehe, als erstes die 3 rausstreichen. Das wollen Sie ja nicht. Die Idee ist richtig, aber was muss stehen? I plus? Nicht I mal I, das wäre das Quadrat. Ja? Genau, I plus I oder 2 mal I. Ja? I plus I. Damit kommen wir auf das erste Vielfache. So, jetzt J kleiner als N, das ist irgendwie klar. Und wie müssen wir J verändern? Jetzt geht J plus plus geht jetzt nicht. Was müssen wir jetzt machen? Ja? Genau, J ist J plus I. So, und damit springt der rechte Zeigefinger in immer größeren Abständen durch dieses Array durch. So, und für die alle, die wir da finden, müssen wir einfach nur sagen, prim an der Stelle J ist false. Und das war's schon. Ja? Wir laufen jetzt mit dem rechten Zeigefinger, der rechte Zeigefinger heißt J, laufen wir jetzt alle ab, die Vielfaches der aktuell gefundenen Zahl sind und sagen dort false. Deswegen ist auch nicht schlimm, wenn wir manche zweimal treffen. Wir setzen ja nur auf false. Wir werten den Wert ja nur einmal aus. So. Und das war's. Das ist das 7. des Eratosthenes. Ja. Und am Ende bleibt übrig ein Array, in dem einige Zahlen mit true markiert sind oder einige Zellen. Und außerdem wird über die Ausgabe immer die jeweilige Primzahl ausgegeben. Das heißt, wir kriegen eine Primzahlreihe auf die Konsole rausgeschrieben. Was ist denn der Nachteil des Verfahrens? Ja? Genau, man kann nicht irgendwo auf dem Zahlenstrahl anfangen, also zum Beispiel bei 2000 Fantastilliarden und von dort aus rechnen, sondern man muss immer bei der 2 anfangen. Und die ersten so und so viele Millionen Primzahlen sind relativ gut bekannt. Ja. Aber als Beispiel dafür, wie so ein Zwei-Finger-Algorithmus funktioniert, lohnt sich es eben doch. Ja. So, jetzt wollen wir uns mal einem völlig anderen Thema widmen und einen verblüffenden Zusammenhang mit Arrays dabei herausfinden. Sie kennen ja den endlichen Automaten. Ich habe Herrn Grebeler vorhin nochmal gefragt, er hat es gemacht, wie gesagt. So, ich will jetzt auch gar nicht großartig auf die Definition eingehen, die kennen Sie. Ich schreibe das nur einmal formal auf, weil wir das jetzt brauchen. Also wir haben die Zustandsmenge, wir haben Zustandsübergangsfunktion Sigma, das Eingabealphabet, wir haben Delta, die Zustandsübergangsfunktion, wir haben S0, den Startzustand und wir haben F, die Endzustände. Ja? Also ist die Zustandsmenge, das brauchen wir jetzt einfach mal kurz. Wir haben Sigma, das Eingabealphabet. Wir haben Delta, das ist S-Kreuz Sigma, S-Kreuz Sigma und bildet ab nach S, also die Übergangsfunktion. Ja, wenn wir in einem Zustand S0 sind und ein A einlesen, wechseln wir in den Zustand S2. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Ich nehme an, er hat sie ihn auch mit Buchstabenbeispielen erläutert. So, dann haben wir
ein Startzustand, der muss aus S kommen. Und wir haben die Menge der Endzustände, wichtig. Und das ist eine Teilmenge von S. So, und in dem Moment, wo das Eingabewort abgearbeitet wurde und die ständigen Zustandswechsel dann stattgefunden haben, gucken wir am Ende, in welchem Zustand sind wir. Und wenn wir in einem Zustand sind, der sich in der Menge F befindet, ja, dann wird die Eingabe akzeptiert. Ja? Das ist die Idee des Automaten. Wir geben eine Eingabe in den Automaten rein und wollen von ihm nur wissen, ja oder nein. Und müssen halt wissen, was die Frage dazu ist, die er beantworten soll. So, und eine Sache muss ich jetzt aber auch mal noch aufschreiben, so ein Beispiel. Also wir haben irgendwie A0, A1, A2, A3 bis AN-1 als Eingabe. Und die Frage ist, wird diese Eingabe akzeptiert? Na, wie stellen wir das fest? Wir stellen das fest, indem wir erstmal sagen Delta für S0, A0. Ja? Also wir lesen von der Eingabe das erste Zeichen, das ist A0. Also die Zeichen sind einfach der Reihe nach durchnummeriert von 0 bis N-1. Jetzt lesen wir das A0 und werfen das in den Zustand S0 rein. Und Delta sagt uns dann, diese Zustandsübergangsfunktion sagt uns dann, in welchen Zustand wir wechseln. Das heißt, das hier ist ja selber wieder aus S. Das steht auch oben hinterm Delta dahinter. Ja? Also die Anwendung der Zustandsübergangsfunktion auf einen Zustand und ein Eingabezeichen ist selbst wieder ein Zustand. Und wenn wir in diesen Zustand jetzt das A1 reinwerfen und darauf Delta anwenden, dann kommt da wieder was raus, was in S liegt. Ja? Und darauf können wir jetzt mit A2 wieder Delta anwenden. Und da kommt wieder was raus, was in S liegt. Und so geht das hier weiter bis AN-1. Und am Ende haben wir was, was in S liegt. Und wenn wir diese ganzen Anwendungen der Übergangsfunktion nacheinander durchgeführt haben und das Eingabewort verbraucht ist, ja, dann stellen wir ja die Frage, ist das in F? Das, was da rausgekommen ist. Ja, da kommt ja irgendein Zustand raus und wenn der in F ist, dann sagen wir ja. Und wenn der nicht in F ist, dann sagen wir nein. Ich will das einmal noch an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Sie kennen ja die grafische Darstellung der Automaten. Da ist es vielleicht ein bisschen intuitiver. Wir wollen jetzt einen Automaten bauen, der für eine Dualzahl als Eingabe feststellt, ob die gerade oder ungerade ist. Also wir haben haben als Eingabe irgendwie eine Dualzahl. Was bedeutet das für das Eingabealphabet? Eingabealphabet für Dualzahlen? 0 oder 1. Also wir können nur Nullen oder Einsen als Eingabe haben. So, und jetzt sagen wir, es geht hier los in dem Zustand S0. Wann ist eine Dualzahl eine gerade Zahl? Da muss sich jeder wissen hier. Ja? Wenn die letzte Ziffer eine 0 ist. Das heißt, worauf müssen wir eigentlich nur warten die ganze Zeit? Wir müssen so lange Zeichen verbrauchen von der Eingabe, bis wir am letzten Zeichen angekommen sind,
Und wenn das eine 0 ist, dann ist die Zahl gerade. Und das kriegen wir mit zwei Zuständen hin. Es funktioniert nämlich so, indem wir sagen, S0 ist unser Startzustand. Wenn wir eine 0 lesen, egal was wir vorher gelesen haben, dann wechseln wir in S1. Wenn wir in S1 sind und eine 0 lesen, dann bleiben wir in S1. Das ist nämlich dann unser Zustand, der uns sagt, jawohl, die Zahl ist gerade. Wenn wir in S0 eine 1 lesen, dann bleiben wir in S0. Und wenn wir in S1 eine 1 lesen, gehen wir zurück nach S0. Und am Ende stellen wir nur die Frage, sind wir in S1? Und wenn wir in S1 sind, dann ist die Zahl gerade. Weil wir mit einer 1 ja immer wieder aus diesem finalen Zustand rauswechseln, wenn wir da mal irgendwann reinkommen. Ja? Also das ist jetzt das Prinzip, wie so ein Automat funktioniert, wenn wir danach fragen wollen, ob eine Dualzahl gerade ist. Das ist relativ übersichtlich und das hat jetzt auch mit Java ja noch nicht so direkt was zu tun. Deswegen wollen wir uns jetzt mal ein etwas komplizierteres Problem angucken, nämlich für eine Dualzahl, ob die teilbar ist durch 3. Und was wir da jetzt tun, ist, dass wir erstmal eine relativ umfassende Problemanalyse machen. Das ist ja das, was ich Ihnen sowieso immer empfehle, dass Sie das tun sollen, dass Sie sich erstmal hinsetzen sollen mit Papier und Bleistift und sich überlegen, wie das Problem beschaffen ist. Nehmen wir mal an, wir hätten ein Wort, also ein Eingabewort, das wäre 110. Das ist jetzt eine Dualzahl. Ist sie durch 3 teilbar oder nicht? Das ist eine dezimale 6 und die ist durch 3 teilbar. Ja? So. Die hat also die Form 3x plus 0. Das kann man immer so aufschreiben. Das haben Sie schon mal gesehen, dass man sowas aufschreiben kann bei der Geschichte mit dem GGT. Da habe ich sowas Ähnliches mal gemacht mit Teiler mal F1 und Teiler mal F2 und sowas. Ja, also man kann Teilbarkeit genauso aufschreiben, dass man sagt, wir haben irgendeine Zahl x mal 3 und addieren 0 dazu. Das heißt, wir haben einen Rest von 0. Jetzt nehmen wir mal an unser Wort, also wir hätten jetzt was gelesen und jetzt würde eine 1 dazukommen. Eine 0 dazukommen, Verzeihung. Was macht denn eine 0, die hinten dran kommt mit einer Dualzahl? Wenn ich an eine Dualzahl hinten eine 0 dranhänge, was passiert dann? Welchen Wert hat die dann? Ja, die verdoppelt sich. Ja? Im Dezimalsystem, wenn wir eine 0 dranhängen, verzehnfacht sich. Im Hexadezimalsystem, wenn wir eine 0 dranhängen, versechzehnfacht sich. Im Dualsystem verdoppelt sich. So, das heißt, wir kommen hier auf 6x plus 0. Das heißt, wir haben immer noch den Rest 0. Das ist jetzt das Wort W1. Das ist der erste Fall. Egal, was wir gelesen haben, wenn eine 0 hinten dran kommt und die Zahl war durch 3 teilbar, dann bleibt sie durch 3 teilbar. Oder wir nennen das mal W0. Und das hier nennen wir W1. Wenn nämlich eine 1 hinten dran kommt, was kommt dann hinten raus? Die Zahl verdoppelt sich plus 1. Also wir sind bei 6x plus 1. Dann haben wir den Rest 1 bei Division durch 3. So. Jetzt nehmen wir mal an, also wir sind ja jetzt mit unserem Wort W, sind wir davon ausgegangen, wir haben eine durch 3 teilbare Zahl. Es gibt ja aber 3 verschiedene Varianten. Wir können eine durch 3 teilbare Zahl haben, wir können eine Zahl haben, die nicht durch 3 teilbar ist und Rest 1 ergibt.
Und wir können eine Zahl haben, die nicht durch 3 teilbar ist und Rest 2 ergibt. Und die Fälle müssen wir jetzt auch noch aufschreiben. Das heißt, wir könnten ja auch als Eingabe bereits gerade eine Zahl gelesen haben, die 3x plus 1 ist. Dann wäre der Rest 1. Wenn wir da jetzt eine 0 hinten dran hängen, dann verdoppelt die sich. Das heißt, wir haben hier 6x plus 2. Haben also jetzt Rest 2. Wenn wir eine 1 hinten dran hängen, haben wir 6x plus 2 plus 1, also 6x plus 3. Wir sind wieder bei Rest 0 angekommen. Die dritte Möglichkeit, was wir gerade eingelesen haben, könnten schon, was also schon auf dem Alphabet von der Eingabe verbraucht wurde, wäre, dass wir irgendwie eine Zahl in der Form haben, 3x plus 2. Die hat also Rest 2. Wenn wir so eine Zahl haben und es kommt eine 0 dazu, dann verdoppelt die sich. 6x plus 4, das gibt dann Rest 1. Ja? Also 6x ist durch 3 teilbar und 4 ist 1 Rest 1. Und wenn wir eine 1 dranhängen, dann kommt raus 6x plus 5. Und das ist Rest 2. So. Was hat das jetzt alles hier mit Arrays zu tun? Also erstmal, das, was jetzt hier in dieser Tabelle steht, das ist das komplette Programm des Automaten. Ja? Wenn wir sagen, wir haben eine Zahl gelesen, die ist durch 3 teilbar, dann kann entweder eine 0 dazukommen oder eine 1 dazukommen. Wenn wir jetzt von vorne nach hinten durch diese Eingabe durchgehen. Das heißt, wir könnten danach wieder eine Zahl haben mit Rest 0 oder eine mit Rest 1. Wenn wir eine mit Rest 1 hatten, sind die Möglichkeiten Rest 2 oder Rest 0. Wenn wir eine mit Rest 2 hatten, sind die Möglichkeiten danach Rest 1 oder Rest 2. Das heißt, die gesamte Übergangsfunktion, die steht jetzt hier drin. Und das ist unser Array. Und das sind die Zustände. Die Zustände, die wir also haben, sind entweder Rest 0 aktuell oder Rest 1 aktuell oder Rest 2 aktuell. Das heißt, wir haben drei Zustände, die sich dieser Automat irgendwie merken muss. Und die nenne ich jetzt mal R0, R1 und R2. Ja, und wie ist es dann? Naja, wir haben R0. Das ist der Startzustand. Und jetzt schauen wir rechts in diese Tabelle rein. Wenn eine 0 kommt, was machen wir dann? Ja? Wir bleiben in R0. Wenn eine 1 kommt, ist das Feld oben rechts, ja? Dann gehen wir nach R1, genau. Wenn wir in R1 sind, wenn eine 0 kommt, was machen wir dann? Ja? Sagen Sie ruhig. Dann gehen wir nach R2, genau. Und wenn in R1 eine 1 kommt, dann gehen wir zurück nach R0, oder? So, wenn wir in R2 sind und es kommt eine 0, dann gehen wir zurück nach R1. Und wenn eine 1 kommt, dann bleiben wir in R2. So. Was ist der Endzustand? Ja? R0, genau. Wir wollen ja genau wissen, gibt das Ding bei Division durch 3 Rest 0?
Das ist jetzt das ganze Programm. Mehr ist nicht. Ja? Der Automat macht einfach nichts anderes, als eine Eingabe, Zeichen für Zeichen abzuarbeiten und je nachdem, was auf dem Band steht, wechselnder Zustand, wenn am Ende in R0 ist, sagt er, jawohl, habe ich akzeptiert. So, und wofür brauchen wir jetzt das Array? Das brauchen wir jetzt, um unsere Zustandsübergangsfunktion abzuspeichern. Wie sieht das aus? Na, wir haben unsere Zustände 0, 1, 2. Und dann haben wir als Eingabe entweder eine 0 oder eine 1. Und dann übernehmen wir jetzt einfach die Werte, die da in der Tabelle stehen. Also hier kommt eine 1, eine 0 rein. Hier kommt eine 1 rein, hier kommt eine 2 rein, eine 0, eine 1 und eine 2. Und das Array, das ist unser Delta. Das ist die Zustandsübergangsfunktion. Und jetzt müssen wir nur noch ein schlaues Java-Programm schreiben, was in der Lage ist, diese Übergangsfunktion auszuführen. Also, wir nehmen an, und das passt jetzt hier sogar noch drauf, unser Delta ist ein Array. Jetzt sagen Sie mir mal an, wie ich das initialisieren muss. Wie bitte? Na, wir übernehmen jetzt diese Werte, die da drin stehen, einfach in unser Array. 0,1, 2,0, 1,2. So. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Eingabe. Da könnte man sich jetzt vorstellen, dass das eine Zeichenkette ist. Ach ja, wir machen es mal mit einer Zeichenkette. Ja, also, wir haben einen String Z, unsere Zahl, die wir auswerten wollen, die kommt vom Scanner mit NextLine. So. Von welchem Typ ist denn unser Zustand? Wir müssen ja den aktuellen Zustand speichern, in dem wir drin sind. Welcher Typ ist das? Ja? Das ist ein Integer, genau. Der ist ja entweder 0 oder 1 oder 2. Was ist der Startzustand? Ja? 0. Genau. Wir fangen ja bei R0 an. Also initialisieren wir unseren Zustand mit 0. So, und jetzt müssen wir einfach nur unsere Zustandsübergangsfunktion anwenden, indem wir das Eingabewort durchlaufen. Das Eingabewort ist eine Zeichenkette. Was vermuten Sie, wie man eine Zeichenkette durchlaufen kann? Wie kann man überhaupt irgendwas durchlaufen in Java? Ja? Mit einer Schleife, genau. So, und das ist eine Vorschleife. For int i gleich 0. So, jetzt kommt was, das kennen Sie noch nicht. I kleiner z.length. Man kann einen String mit der Methode length nach seiner Länge fragen. Dann gibt er zurück, wie viele Zeichen er hat. Das funktioniert genau wie bei einem Array. Das erste Zeichen hat die Nummer 0, das letzte Zeichen hat die Nummer length minus 1. Ja, also eine Zeichenkette kann man sich immer wie ein Array auch vorstellen. Bei einem Array greift man aber auf die Länge ohne die runden Klammern zu. Bei einer Zeichenkette ist es die Methode length. Ja, Methoden kennen Sie jetzt auch schon. So.
Und dann sagen wir I++. Was brauchen wir denn jetzt aus unserer Zeichenkette? Was müssen wir jetzt haben? Wir wollen jetzt das Erste, wir wollen jetzt anfangen. Was müssen wir dann jetzt, wo müssen wir jetzt rankommen? Ja? An das Zeichen an der Stelle I, ganz genau. So, das ist ein Typ Character. Und da gibt es eine Methode, ebenfalls wieder aus der Klasse String, die heißt Character-Add. Die kann ich mit einer Nummer befragen und kriege das Zeichen zurück. So, als ob ich in einem Array mit eckigen Klammern zugreifen würde. Wenn wir jetzt unsere Zustandsübergangsfunktion anwenden, was ist denn immer das Ergebnis dieser Anwendung dieser Funktion? Überlegen Sie nochmal. Wir haben das Delta angewendet und was kam dann raus dabei? Was war denn das Ergebnis immer? Ja? Neuer Zustand. Das heißt, was muss ich jetzt in der nächsten Zeile vorne hinschreiben? Was war unser Zustand nochmal? Welche Variable? Ja? Genau. Das heißt, durch die Anwendung von Delta kriegen wir ein neues S. Also S ist gleich. So. Und jetzt stehen alle Zustandsübergänge in diesem Array schon drin. Das Delta hat alle Informationen, um dieses Programm laufen zu lassen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach in Delta in der Zeile des aktuellen Zustands. Ja, wir sind entweder im Zustand 0 oder 1 oder 2. Und in der Zeile gucken wir jetzt nach. Also Delta an der Stelle S. Und wie lautet unsere Eingabe? Das jetzt nochmal konzentrieren. Da muss man jetzt mal drauf kommen. Ja, also das erste Element in unserem Array ist immer der Zustand. Und das zweite Element in unserem Array ist was? Das C. Das C? Ja, das ist richtig. Aber das C kann ich jetzt da nicht reinschreiben. Ich muss da was anderes reinschreiben. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt so eine Zahl 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 und das ist unser C. Hier jetzt, ne? Das erste Zeichen, an dem wir jetzt gerade sind, mal angenommen. Was steht denn tatsächlich im C drin? Ja? Man muss es auf Integer casten. Wenn ich jetzt das C auf Integer caste, was kommt denn dann raus? Also aktuell steht im C drin das Zeichen 1. Wenn ich jetzt mache int c, wenn ich das auf Integer caste, was ist denn das für ein Wert? Welcher Wert ist denn das? Wer weiß es? ASCII-Tabelle auswendig gelernt? Ich wollte jetzt so sagen, der ASCII-Wert von 1. Der ASCII-Wert von 1, genau. Ist, wer weiß es? ASCII-Wert von 0 ist 48, das müssen Sie wissen. Ja? Also das wäre jetzt die 49. Mit welchem Wert wollen wir denn aber tatsächlich zugreifen? Welche Nummer hat denn die Spalte, in die wir jetzt reinfassen wollen? Schauen Sie sich mal hier, das, was direkt oben drüber steht, dieses Array mit den 6 Zahlen. In welche Spalte wollen wir jetzt reinfassen? In die Spalte 1. Wir haben jetzt aber den Wert 49. Was machen wir jetzt? Ja? Also unsere Eingabe ist jetzt, nachdem wir sie umgewandelt haben, mit einem Typcast, ist die Eingabe jetzt 49. Tatsächlich wollen wir aber in die Spalte 1. Ja? Wir ziehen noch 48 ab. Warum funktioniert das? Oder funktioniert das? Ganz genau, wenn es eine 0 ist, dann haben wir den Code 48 und wenn wir dann 48 abziehen, kommen wir auf die 0. Wenn wir eine 1 haben, haben wir den Code 49, wenn wir 48 abziehen, kommen wir auf die 1. Das funktioniert nur deswegen,
Weil jetzt die ASCII-Codes der Ziffern genau hintereinander kommen. Wenn die kreuz und quer wären, würde das nicht gehen. So geht's aber. So, das heißt, ich caste jetzt erstmal das C auf Int und ziehe 48 ab. Jetzt will ich aber nicht 48 abziehen, weil ich eigentlich gar nicht wissen will, dass die 0 den Code 48 hat, sondern was ziehe ich ab? Den ASCII-Code des Zeichens 0, oder? So, was Sie jetzt sehen ist, dass ich in dieser Klammer, da muss ja eine Ganzzahl stehen, weil das ja die Nummer ist, der Spalte, auf die ich zugreife. Dort, wo eine Ganzzahl stehen muss, kann ich natürlich alles hinschreiben, was auch eine ganze Zahl erzeugt. Dort könnte auch ein Methodenaufruf drinstehen, der eine Ganzzahl zurückliefert. Ja? Also da müssen nicht nur einzelne Variablen drinstehen, das ist wie überall. In einem Methodenparameter kann irgendwas stehen, was den richtigen Typ produziert. In einem Array-Index kann irgendwas drinstehen, was eine Ganzzahl produziert. Ja? Das ist nochmal wichtig, dass Sie das sich nochmal bewusst machen, dass ein Typ nicht nur eine Variable oder eine Konstante ist, sondern tatsächlich ein Methodenaufruf, Ergebnis einer Berechnung, irgend sowas. So. Und das war's schon. Das ist das ganze Programm. Und das Programm ist prinzipiell in der Lage, jeden beliebigen Automaten mit ein paar Abwandlungen auszuführen. Weil das Programm des Automaten in einem Array steckt. Das ist cool, oder? Wir haben uns sozusagen mit einem extrem kurzen Java-Programm eine Ausführungsumgebung für endliche Automaten geschaffen. Wir müssen die nur irgendwie clever in so ein Array reinkriegen. Das ist natürlich jetzt nur die halbe Wahrheit. Wir sind noch nicht ganz fertig. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Ja? Genau. Wir müssen natürlich jetzt gucken, ob S ein Endzustand ist. Und was sind die gültigen Endzustände? Ja? Also wir müssen jetzt prüfen, if s gleich 0, dann sagen wir System.out.print. Ja. Falls man jetzt ja antworten will, muss man sich die Frage gemerkt haben. Ja? Else System.out.print. Nein, Ihr Ansinnen wird abschlägig beschieden. So, das war's. Das kann man so mit Arrays machen. Sie bekommen ein Übungsblatt mit einer ganzen Reihe von Aufgaben zum Üben mit Arrays. Seien Sie fleißig. Wir sehen uns nachher in der Übung oder im Praktikum oder nächste Woche in der Vorlesung.